Herzlich willkommen zum Finale der FAN 2016 Koop in Abu Dhabi. Qualifying-Ergebnis sieht recht gut aus. War recht spannend, das Qualifying eigentlich. Und, ja. Und der Gabe ist natürlich auch dabei. Hallo! Ich hab gewartet. Ich hab Zeit. Ich vergesse das immer wieder. Ja. Aber ich hab noch dran gedacht. Ja, gegenüber dem Mercedes. Ich meine, in Q1 haben die uns auch richtig zerlegt oder in Q2 hätte ich auf Mager deren Zeit geschlagen. Richtig zerlegt, also. Und im Qualifying fahre ich auf Pol mit Mager. Na, auf Mager wärst du nicht mit auf Pol gewesen. Also. Gegenüber, na gut, oh, jetzt das ist interessant. Ach, das sind nur 13 Runden, noch besser. Also Soft soll deutlich langsamer sein. Ah. Mal kurz hier Alternative Strategy. Die remove ich mal. 10 Sekunden! Wollt ihr mich verarschen? Was ist 10 Sekunden? Wenn ich in Runde 8 rein. Achso, warte mal kurz, Runde 5. Runde 5! Wenn ich in Runde 5 auf Soft gehe, ist das aufs Rennen gesehen 10 Sekunden langsamer. Hä? Was laberst du denn, wenn ich in Runde 5... Jetzt sehe ich, die Sache ist... Wenn ich in Runde 5 auf Soft gehe, ist das 1,6 Sekunden langsamer. Hä? Was ist das denn, bitteschön? Ich gehe hier, guck rein, steht Projected Race Time plus 10 Sekunden. Ich gehe auf Back und dann steht da 24 Minuten 15 und bei der anderen 24 Minuten 14. Also, ich muss das hoffentlich nicht verstehen. Es sind übrigens 14 Runden. Warum zeigt er mir denn nur 4 an? Der zeigt mir einmal 9 und einmal 4 an. Achso, das ist wahrscheinlich, wie lange die Reifen halten. Ja, 9 ist der Boxenstopp und dann... Und dann zeigt er mir danach 4 an. Ja, aber davor zeigt er ja 11 an. Ja. So, na dann. Mal gucken. Rosberg auf Supersoft, ne, Ultrasoft direkt hinter uns. Ja, lustig, ey. Ich hab mal einen Start hingekriegt. Oh, ja, ja. Untersteuern. Ja. Oh, das war jetzt ein bisschen besser zu untersteuern. Aber das fühlt sich aktuell noch nicht so gut an, wie erwartet. Wir sind Ultrasoft verwöhnt. Komm, man hätte doch später bremsen können. Na stimmt, oh. wir haben ja jetzt kein DRS. Hast du gesehen, wie ich da durch die Luft geflogen bin? Nee, ich habe nur gemerkt, dass dein Pfeil richtig nah kam, weil ich extrem früh gebremst hatte. Ja, ich bin auch ein bisschen ausgeschärft, falls ich dich treffen soll, also falls ich wirklich zu spät war. Sehen zwischendurch. Vermutlich. Rosberg klebt im Arsch. Ja, die weicheren Reifen. Ja, und das wäre das Auto an sich. Naja, so viel war der Williams doch gar nicht langsamer. Ja, wir im Williams nicht, ja, aber... Oh. Ich weiß nicht, ob ich in diesem Rennen schon einen Apex getroffen habe.
Ich habe tatsächlich eingetroffen. Und schon wieder ein verfehlt. Oh, der war jetzt von mir auch nicht allzu schlecht. Oh, den habe ich ganz gut erwischt. Den Apex, nicht die Kurve. Den hier habe ich bis jetzt ganz gut getroffen. Wie du mir hier so viel Zeit gibst, ne? Das war, glaube ich, im Quali auch schon so, dass ich der KI auch schon übelst viel im letzten Sektor gegeben habe, obwohl ich eigentlich das Auto habe, was nicht für den letzten Sektor gemacht ist. Oh Gott. Ah, das hat weh. Oh, die Kurve falsch angefahren. Ich suche so ganz gemütlich nach dem Schild, was ich immer suche. Und hab dann gemerkt, oh, das ist ja schon das Schild nach dem Schild. Aber wieso musstest du vor dem DSMS-Funk cutten? Oh. Ups. Warte, ich lasse die nächste Runde wieder rein. Ah, damit habe ich das getan. Ja. Versuche auch gar nicht zu überholen bisher. Ich versuche jetzt einfach erstmal nur mitzuschwimmen. Weil ich glaube, du hast hier eindeutig die bessere Pace. Ich habe auch ein bisschen zu viel Sprint genommen. So viel Fett möchte ich gar nicht fahren. Ich mache plus 1,9 Runden. Ich habe plus 2. Weil zu viel zugetankt, denn im letzten Sektor gewinne ich doch meistens ganz gut an Sprit. Ja, bisschen was. Irgendwie ist Rosberg weg. Okay. Ah. Mein Kurvengrip für die Kurve auch. Ich würde sagen, jetzt gehen wir doch auf Soft. Oh. Oh. Delta. Ochsenstopp. Confirm change. Delta. Ah, ich doch. Vorhin war einfach nur gemeint im Sinne von, ich fahre jetzt langsam, nicht dass du mir hinten rauffährst und dir den Frontflügel absägst. Ich war schon ziemlich im Delta, also unter Delta schon eine Weile und du warst noch weiter vor mir, deshalb war ich so, haben wir gesagt. Allzu lange war ich gar nicht mal unter dem Delta. Beim Bremsen bin ich mega ins Minus gegangen. Ich bin jetzt aktuell so ungefähr bei plus minus null. Ja. Ein schnelleres Delta als ich, jetzt bei plus minus null. Ich bin jetzt bei plus 1/10, plus 2/10. Du hast schon wieder ein schweres Delta als ich. Okay, ist mir gerade egal, dass ich in der Box eh warten muss, aber... Ja, doch, oh, das heißt, ich bin früher an der Box. Ich überlege nur gerade, wann ich es riskieren kann, voll unter das Delta zu gehen. Ich glaube, jetzt kann ich es mir leisten. Ja, versuch mal ein bisschen schneller reinzufahren. Boxengasse hätte man ein bisschen aggressiver reinfahren können, aber das wollte ich jetzt nicht riskieren. Nee. Und jetzt kommen auch welche in die Box. 2,0. Ja, Verstappen. Alter, ich komme auf Platz 2 raus. Ah, ich muss auf Verstappen warten. Ja gut, aber von denen, die in der Box waren, habe ich keine Position verloren. Und da kommt jetzt noch Alonso Soft.
Da kommt jetzt noch einer auf der Strecke. Weißt du was? Weißt du was? Du hast den Platz sicher in der WM. Hamilton ist draußen geblieben. Ja. Das gefällt mir. Mutter fällt zu weit zurück. Hamilton ist erster, nehme ich daher mal an. Ja. Du fällst zurück, deine Mutter fällt zurück. Habe ich mir auch gerade eine Schikane gedacht. Es hört die Anzeige jetzt auch mal auf? Eigentlich müsste die aufhören, so wie du schneller als ich fährst. Ja, dann fahr mal langsamer. Ah, jetzt ist... Puh, hab schon auf Fett auf den Kran gestellt. Ja, ich bin gerade noch mal ein bisschen in die Eisen gegangen. Ich fahr jetzt mal wieder auf Hamilton auf. Nicht auffahren, also. Ranfahren, so nennt man das. So. Ah ja. Ich bin doch auf Soft. Und zum Finale darf das Safety Car natürlich auch nicht fehlen. Na klar. Also so oft... Es kam spät diesmal, es kam spät. Ja, also so viele Safety Cars, wie wir in der Saison hatten, zum Finale muss eins kommen. Wann nehmen wir eigentlich das Nachfolgeprojekt auf? Ja, gute Frage. Wann hast du Zeit? Ich habe das Wochenende über nichts Großes vor. Ja gut, das, ja. Ja gut, ne? Dann halt. Von mir aus. Nehmen wir gleich im Nachhinein auf. Direkt, bam, 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 bam. Hamilton fällt in die Box. Ja. Oh Gott, Chiara ist auch in die Box oder? You may overtake it, okay. Oh, schade. Manu, Jeff. Unglaublich, dass ich mal die Reifen wechsle und dann tatsächlich auch mal das Rennen anführen darf. Sowas hatte ich auch, glaube ich, noch nicht. Status Rivale. Gibt's nicht. Nein, gibt's nicht. Championship Standings. Stark. Ja, genau. Also auf gut Deutsch, ist es genauso wie in Saison 1. Wenn wir uns nicht abschießen, hast du Platz 2 sicher. Was ist denn hier Championship Standing? Irgendwie hört er mich nicht. Ah, da. Oh, ja, ja. Meisterschaftsplatzierung ist das bei dir. Ja. Das ist auch weiter. Seit, keine Ahnung. Ja, ich hab's gefunden, ist auf der letzten. Oh, die Reifen verschleißen schon hinten links schon 2%. Nein. Ja. Ich muss ein bisschen pushen, ne? Ja. Na Bernd, wie geht's dir so? Bernie! Dein Mercedes. Guck mal Bernd, ich kann dich überholen. Ist da jemand drin? Oh, keine Ahnung. Wird irgendwie getötet. Lass einfach, lass bitte du wenigstens Abstand, ich fahr mal rüber. Das ist gerade getötete Scheibe, ne? Da sind welche drin, ja. Das Safety gerade kurz nach links gelenkt, oder? Was macht der da? Wenigstens ein bisschen Unterhaltung während der Safety Car Phase. Mann, Diving to the inside, but I can't make it. Ich hab die bessere Beschleunigung, Bernd. Inside! Oh my god! Hate on the brakes, but GamingsAD is played on the brakes. In der Kurve haben Hamilton 2009 die Bremsen im Stich gelassen. Ich sollte eigentlich nicht so nah an Safety Car ranfahren. Ich hatte bis jetzt immer, obwohl in dem Spiel hatte ich noch keinen Safety Car Lag. Nee. Das scheinen sie immer behoben zu haben. Das einzige Auto, was im Online-Modus nicht laggt. Das einzige Titanenauto, das nicht laggt. So. Das war der erste Knopf. Ah, das ist auf jeden Fall ein Beifahrer drin. Das ist die Hauptsache. Ja, einen Fahrer brauchen wir ja nicht. Selbstfahrendes Safety Car. Es leuchtet immerhin schön, das Auto. Ja. Ach, ein paar Palmen, also wollen wir uns nicht mal ein bisschen Arbeit... Arbeit... Natürlich wollen wir uns nicht ein bisschen Arbeit gönnen. Wollen Sie sich mal ein bisschen Urlaub können? Ja, danach legen wir uns erstmal einen Palmstrand. Ja. Schön 1-2 in der Championship und Konstrukteurs-WM.
Da kann man sich das schon mal gönnen, ne? Ja, also. Der Wind schaut, der zieht! Ich war Erster! Oh, der Safety Car? Okay. Mach ich doch. Verstappen ist auf 3. Wer ist der andere Punkt da mitten im Feld? Keine Ahnung. Das ist Yellow Dot. Und jetzt ist ja orange. Ich bin in Sektor 3. Also soll ich mal die Bremstest machen? Backtrack, so dass ich meine Frontflügel verliere. Ah ja, absichtlich mal sowas ja eigentlich nicht. Dann kann ich nicht schneller zu 125 fahren. And whack. Ich brauche nicht mehr bremsen, ne? Ich glaube die ganze Zeit voll. Oh, jetzt bremse ich doch lieber mal. Ein Wunsch ist der mir Befehl. Was habe ich getan? Jetzt habe ich plus 3,36 Runden. Ja. Ich habe plus 3,1. Ich habe dann irgendwann. Bist du auf Hager gefahren oder was? Yep. Ja. Ich habe irgendwann auf Standard wieder hochgestellt. Alles in Ordnung. Ja, ja. Ach du Scheiße. Erstmal an die Reifen gewöhnen. Okay. Das hat ja schon als vorne fahren der Spaß gemacht. Ja. Oh, das Auto rutscht. Das Auto rutscht. Ich glaube, um Benzin muss ich mir in dem Rennen keine Sorgen machen. Ja, wirklich, ne? Hauptsache, wir setzen uns jetzt erstmal kurz von den Red Bulls ab. Ja, na, da fährt das Mercedes, das Rosberg. Ja, gut, dann hoffen wir mal, dass Verstappen den lang genug aufgehalten kriegt. In den Schikanen hier immer dieses an den Antikad ranfahren. Jedes Mal so, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Wenn dann wenigstens ihn so erwischen, dass er zwischen den Reifen ist. Ja, das wäre immer ganz gut. Boah. Sag mal mit dem. Musst du dann dran gegendenken, also. Ne, ich bin gerade ausgeschossen. Also diese Softreifen sind ja mal unglaublich. Ey, da lagen Frontflügelteile. Meine waren's nicht. Hier, es scheint nicht mal so übel langsam zu sein, nee, aber... Ich war 2 Zehntel hinter meiner Bestzeit. Ah, ich bin sogar PB gefahren. Boah, was ist hier los? Unterstrahl. Bestzeit, erster Sektor. Ich hab nur Probleme. Meine Zeit ist, glaube ich, sogar zur Zeit Bestzeit. Und dein Windschatten. Müsste der Windschatten nicht eigentlich Negativwirkung haben in Kurve 3? Ja, da schon, aber vor Geraden sind ja lange Geraden. Und Geraden sind doch in Sektor 2, oder? Ja. Naja, aber es war ja... Ich habe ja trotzdem Bestzeit, also. Bin in jedem Fall hinter dir gefahren. Gerade eben und auf der schnellsten Runde. Man darf sich nicht von dieser Lücke auf der Karte irritieren lassen. Da ist noch ein Auto. Yep. Kann sein, dass wir die überhaupt nicht loswerden. Nö, nicht so wirklich. Es kommt jetzt auch kein Angriff oder so, ne? Also ich sehe auch keine Pfeile. Aber loswerden direkt tun wir sie auch nicht.
so weit alle, da kann ich noch mit. Wenn deiner effektiver war. Ja, ich glaube, ich habe sogar den Poller mitgenommen. Ja, da hast du. Ich hab da kurz was fliegen sehen. Mal aus dem DS-Fenster von uns beiden fliegt, dann sagt er Bescheid. Ich will den an, ich will jetzt nicht wirklich einen von uns ohne DS gegen die kämpfen sehen. Wenn so es noch verstanden ist, wird es eigentlich noch. Eieiei. Das ist gerade ein Gag. Ja. Aber man muss sagen, wenn wir zu zweit spielen, dann ist die Dings doch recht stabil geworden mittlerweile. Ja. Habe ich gemerkt. Ja, ich habe mal vorher ein bisschen früher gebremst oder später mal gesagt, macht keinen Sinn. Wo ist der Hamilton? Das ist die Frage. Ist hier auf jeden Fall kein zweiten Mercedes hier in der Nähe. Ja, auch nicht. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Jetzt kommt ja auch so ein kleines bisschen hinten die Bremse. Die Sache ist, die zweite reicht ja, selbst wenn Hamilton Dritter werden würde. Ich hätte 3 Punkte aufgeholt und ich habe, glaube ich, mehr Siege. Und solange er nicht Dritter ist, habe ich ihn definitiv. Also. Na gut. Das heißt, ich müsste nicht mehr gewinnen. Ist ja gut. Ansonsten wäre mein Gaspedal mal ganz kurz ausgefallen. Ja, das kann ja mal passieren. Oder wusstest du auf einmal nicht mehr, wo es ist? Ne? Kann ja erstmal passieren. Ja, ich habe ins falsche Pedal getreten. Ja. Das Kupplungspedal kann man ja schon mal mit dem Gaspedal verwechseln. Auf jeden Fall. Voilà. Das war jetzt ein netter Cut von mir. Ich habe den Poller zuerst mitgenommen. Also hast du den rechten mitgenommen, oder? Ich hab den linken. Den linken hast du, okay. Habe ich jetzt nicht so genau drauf geachtet. Wenn du kannst, dann kannst du auch ruhig überholen. Yippie, ja, ja, yippie, yippie, yay. Oh, oh, jetzt hat das Fässer mich angeschoben. Wir bauen eine Mauer. Da wäre jetzt kein Verstopp mehr durchgekommen. Yep. Das war eine gute Mauer. Das müssen die Amis erstmal nachmachen. Jo. Kommt auch kein Sergio Perez oder so durch. Das Einzige, was die machen können, ist untergraben. Aber ich, das wird mit einem Formel 1 Auto schwer. Ja. Also, der Anti-Cut hat mich ja mal mega abgebremst. Hauptsache, wir fahren hier gerade im Hamilton-Modus. Nein, nicht ganz. Also 2 Sekunden können wir jetzt vielleicht nicht unbedingt schneller fahren. Oh, Rosberg ist dran. Ich schon. Oh, exakt 2 Sekunden langsamer. Also was meinst du, mit 2 Sekunden könnten wir nicht schneller fahren? Oh oh. Ah, Hamilton ist, Rosberg ist jetzt dritter. Das heißt, man kann sich wieder den Punkt auf der Karte orientieren. Oh, shit. Ich hab einen Gang zu. Der war ein Gang zu niedrig die ganze Zeit. Ja, ich weiß nicht. Ich lasse ihn mal ein bisschen rankommen. Mit Schaden. Oh ja, ich habe gar keine erste. Ich fahr auf Mager. Vorsicht, er ist neben dir. Den hole ich mir wieder. Ach scheiße, jetzt hat er auch DRS. Oh, ich hab den Anti-Cut mitgenommen. Oh, hat er einen Top-Speed. Hier liegen Flügelteile. Aha, gute Sache. Ja, ich lass dich wieder rein, wenn du draußen bist. Ja, ja, ganz gut. Ah, ich fahr mal noch auf den Adler.
Also besseres Teamwork kann man sich nicht vorstellen. Nee. Oh. Dieser Antikater. Ich versuche den Emmett so zu kriegen, dass er genau in der Mitte zwischen den Reifen ist. Ah nein! Was, ist das eine Strafe? Ja. Okay. Auf der Geraden machen wir es. Eieiei. Ach doch, ja. Das ist auch immer im dritten Gang durchfahre. So, ich fahre auch gleich zur Seite. Merci. Und Rosberg kommt direkt mit. Ach scheiße, der kommt ja wirklich mit. Ach du Scheiße. Das wollte ich nicht. Oha. Und der hat mich weggedreht. Scheiße, das war nicht so gedacht. Nee, war so nicht ganz geplant. Nee, Fünfter. Okay. Ich kann nicht überholen, die fahren hier nebeneinander. Leute! Okay, Double Overtake. So, du bremst jetzt Kimi ein. Dass ich ihn dann einbremsen kann. Ja. Ich habe eine 3-Sekunden Strafe. Auch. Scheiße. Okay. Ja, du brauchst ja nur abbremsen. Ja, die Sache ist, ich will jetzt auch noch ein bisschen Punkte. So, ja. Naja, ich sag mal so, jetzt. Die 3 Sekunden vor Hamilton hast du easy. Ja, das ist okay. Also ich fahre jetzt Vollgas, Raikön juckt mich nicht, da Raikön halt gewinnt. Ja, dann gewinnt Raikön auf diese Art. Oh, und ich verfolge mich schon wieder. Jetzt haben die DRS. Oh ne, Rosberg. Was haben die gemacht? Haben sie abgeschossen. Ah, easy. Hamilton ist Vierter. Nein, nicht easy. Hast dich immer noch ein bisschen zurückfallen, bitte. Ne, ich hab über 3 Sekunden. Achso, ja stimmt, du hast ja auch 3 Sekunden schlafen. Wenn wir auf 2-3 nach Hause kommen. Jo. Ein sehr interessantes Rennen auf jeden Fall mal. Oh Mann, wir haben es beide. Man hätte es besser machen können, aber hey. Ja, wir haben es geschafft auf 2-3. Ja. Irgendwie. Und wir drei können mal wegen, dann kriegt er auch mal einen Sieg. Ja, komm. Beckham, der darf auch mal gewinnen. Ja, 2-3. Hamilton ist nur 8er geworden. Ja, warte, wie... Der muss da auch richtig mit reingeschlottet. Perez ist 5. Hülkenberg 6. Entspannt, muss man sagen. Ich habe eine Warnung bekommen für Corner Cutting, na gut, die war gerechtfertigt. Oh, jetzt habe ich 2x Extended Limits, okay. Ja, ich habe... Ja, gut. Ich kann mich jetzt nicht direkt beschweren. Oh, Raikön von 11 auf 1, also... Not too bad. Not too bad. In der WM 1-2 Williams. Easy going. 49 Punkte habe ich am Ende den Titel geholt. Prost. Ja. In der Konstrukteurs-WM haben wir ihn. Ich habe sogar noch 11 Punkte Vorsprung auf Hamilton jetzt. Ja, und ich als Nummer, nicht als Bottas, die 77 Punkte haben wir Vorsprung auf Mercedes. Easy. Nochmal kurz runterscrollen hier. Eriksen der Einzige, der keinen Punkt geholt hat. Ja.
612. Ja. 331, das ist, glaube ich, schlechter als in den vergangenen Saisons, aber der Abstand nach hinten ist größer als in den vergangenen Saisons. Ja, gut, dann darfst du die Abmoderation machen. Ja, na gut, dann danken wir euch fürs Zuschauen. Schaltet auch zur zweiten Saison ein, die irgendwann mal kommen wird. Aber die wird etwas anders sein. Etwas sehr anders. Bisschen. Und ciao. Ciao.